Als ich mich damals selbstständig gemacht habe, habe ich mir die Frage gestellt, ob ich als Unternehmerpersönlichkeit auch geeignet bin. Bringe ich also alles mit? Werde ich erfolgreich sein? Und vielleicht fragst du dich auch heute, ob du alles mitbringst, ob du als Persönlichkeit geeignet bist. Und da ich selbst nicht nur viele Gründungen selbst absolviert habe, viele Gründer begleitet habe, sondern auch Persönlichkeitstests mit diesen Menschen mache, habe ich zwei wichtige Charaktereigenschaften festgestellt und die werde ich dir heute in diesem Video mitteilen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin selbst nicht nur Unternehmer und Gründer, sondern auch Coach, Berater, Mediator und ausgebildeter Persönlichkeitsanalytiker nach der Methode www.birkmann.info. Das ist weltweit die größte Methode, mit der auch die Astronauten bei der NASA ausgesucht werden und in fast allen großen Vorstandsetagen die Vorstandsmitglieder und Geschäftsleute auch ausgewählt werden. Ich habe inzwischen mehrere hundert solcher Birkmann-Tests mit Unternehmerpersönlichkeiten, Gründern, mir selbst und meinem Team gemacht. Und was mir aufgefallen ist, dass Unternehmerpersönlichkeiten in Bezug auf Zielsetzung und Planung anders ticken als die meisten. Es gibt also zwei große Extreme an Persönlichkeitstypen in der Gesellschaft. Der eine Typ kann Pläne nur dann abarbeiten, wenn bei der Planerstellung die Unterstützung da ist, diesen Plan zu erstellen oder diese Persönlichkeit in eine Firma reinkommt, wo die Prozesse, Aufgaben und Abläufe klar definiert sind. Fehlen diesen Menschen diese feste Abläufe und die vorgegebenen Pläne, Strukturen und Prozesse, kommt diese Person in Stress. Diese Personen machen sich eher selten selbstständig. Bei Unternehmerpersönlichkeiten ist es so, dass sie Pläne umso besser abarbeiten können, je mehr sie an der Entstehung und Entwicklung selbst beteiligt waren. Das war bei mir damals ebenfalls der Fall. Zu Zeiten der Bundeswehr oder meiner Polizeizeit war mir das noch nicht bewusst. Wenn also mein Offizier gesagt hat, Herr Schäfer, Sie gehen mit Ihrer Gruppe links am Hügel vorbei, gehen dann über die Brücke und dann hinterm Berg rum, dann war ich schon unterwegs, rechts am Berg drum, über die Brücke rüber und ich bin durch den Tunnel gegangen und war am Ziel. Der Erfolg hat mir aber nicht recht gegeben, sondern tatsächlich habe ich den Befehl nicht so befolgt, wie er mir genannt worden ist, weil ich meinen eigenen Plan gemacht habe. Und das ist tatsächlich das, was Unternehmer machen. Sie entwickeln gerne eigene Pläne und sind dann auch voll motiviert, die bis zum Schluss, bis zur Zielerreichung auch umzusetzen. Heißt es nun, dass du dich als Person, die lieber feste Pläne und Routinen vorgegeben hat, dich nicht selbstständig machen kannst? Doch, du kannst es auch. Dann ist es an dir, ein passendes Franchise-Konzept zum Beispiel zu finden, also ein fertiges, ein schlüsselfertiges Unternehmenskonzept, wo du dann darin entsprechend handelst, agierst. Und deine Aufgabe ist, dieses Prozesskonzept, dieses Unternehmenskonzept eins zu eins umzusetzen und aufrechtzuerhalten und dadurch auch erfolgreich zu werden. Bei der zweiten Komponente unterscheiden sich die Menschen auch wieder einmal in eine berechenbare Umgebung, in der sich möglichst wenig ändert, also wo eine Ankündigung der Veränderung schon meistens Wochen im Voraus geschieht, beschlossen wird, durchdacht wird und dann vielleicht unter Umständen akzeptiert wird. Diese Menschen findet man auch eher in den öffentlichen Behörden, wo alles gleich ist und sich über Jahrzehnte erst langsam, wenn überhaupt, etwas ändert. Bei den meisten Unternehmertypen, die sich selbstständig gemacht haben, ist es eher andersrum. Die Menschen brauchen keine feste Routine und die Sicherheit. Die lieben eher die Vielfalt von Dingen. Die freuen sich also, wenn sie morgens aufstehen und alles neu und anders ist. Wenn viele neue Projekte, Kundenanfragen da sind, wenn Probleme zu lösen sind, wenn etwas anders ist, was sie gestalten können, um es dann Richtung Kurs, Ziel auch auszurichten. Heißt es jetzt wieder, dass du dich selbstständig machen kannst? Nun, wenn du ein fertiges Geschäftsmodell wie ein Franchise-Modell hast, was vielleicht auch vom Franchise-Geber wie bei McDonald's hingesetzt, gebaut und eingerichtet wird und du dann 6 Wochen noch zu einer Akademie gehst für Franchise-Gründer, nun, dann ist auch alles relativ geregelt. Das Problem ist nur, wenn es eine echte Lageänderung gibt, dann brauchst du auf jeden Fall externe Berater, die dich dabei begleiten, Korrekturmaßnahmen einzuleiten. Wer sind nun die besseren Menschen? Nun, besser oder schlechter gibt es so nicht. Die Frage ist nur, ob du am richtigen Platz bist. Denn der Affe gehört nicht ins Wasser, der Fisch gehört nicht auf den Baum. Und Unternehmer sind nun mal die Kapitäne auf den Schiffen, die jeden Tag, jede Sekunde drüber nachdenken, von wo der Wind kommt, wo die Wellen herkommen, wo die Strömung hingeht, ob sie bald mit dem Schiff auflaufen und ob der Dieseltreibstoff noch reicht bis zum nächsten Hafen. Hier sind jede Sekunde als Unternehmer Entscheidungen zu treffen. Und das geht natürlich leichter, wenn dir das Spaß macht, wenn das deine Bedürfnisse auch erfüllt. Wenn du diese beiden Eigenschaften nicht hast, dass du
Pläne selbst gerne machst oder dass du Vielfalt von Dingen brauchst, nun dann bist du eingeladen, entweder auf einem Schiff eines Kapitäns anzuheuern oder dir ein Franchise-Konzept mit entsprechender Betreuung zu holen. Machbar ist beides. Selbstständig machen kann sich jeder. Entscheidend ist nur, dass es dich nicht in den Stress treibt, dass deine Bedürfnisse erfüllt sind, dass du dich wohlfühlst. Denn du bist zunächst die wichtigste Person in deinem Unternehmen. Ohne dich geht's meistens nichts mehr, gerade wenn du am Anfang anfängst. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, herauszufinden, welcher Typ von Unternehmer du bist und ob du die wichtigen Unternehmerpersönlichkeiten als Gründer auch mitbringst, wenn du gestalten musst, dann lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch und gerne auch von unserem Birkmann-Test. Du bist aber auch eingeladen, jetzt das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen, dann wirst du in der Zukunft informiert. Und mach am besten heute noch deinen eigenen Persönlichkeitstest zur Analyse und buche das kostenfreie Erstgespräch, damit du dein Vorhaben tatsächlich auch auf die Straße bringst. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.